Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac Repentance. Was soll ich sagen, ey? Ich habe das gleiche Shirt an, ihr seht es vielleicht, denn nach der Nummer mit dem Beast Game, ich bin so gehypt, ich bin gerade wie, keine Ahnung, eine Rede von irgendeinem, wie heißt der Typ mit der blauen Schminke im Gesicht, ey? Eine Rede von Highlander, ey, ich bin total aufgepumpt und ich habe jetzt richtig Bock, Mother mal so richtig schön, eins aufs Maul zu geben. Denn wie gesagt, das war letzte Folge. Ich habe jetzt locker schon irgendwie bestimmt 25, 30 Runs gemacht auf der PlayStation. Einfach nur versucht, mit Tainted Lost Mother zu machen. Ich bin nicht ein einziges Mal durch die All Paths auch nur gekommen. Deswegen versuchen wir das jetzt. Hoffen wir auf ein bisschen Luck wie eben halt. Und sagen Attacke. So, Tainted Lost to Mother. Auf wie geht's? Ei, das war ganz knapp. Ja, aber ey, wirklich, der Fight mit dem Beast gestern. Uff. Für mich ist das noch nicht mal eine Minute her. Alter, das war ja so satisfying. First try. Wir hatten einen starken Run, definitiv. Aber er war jetzt halt auch nicht broken oder so, ne? Also ich finde, wir haben es trotzdem, wir haben es geearned. Selbst der Boss Rush hat ja kein geiles Item für uns gehabt oder so, ne? Also, ja. Da waren schon ein paar geile Dinge in dem Run, aber vieles war halt auch sehr scammy. Und was bist du, ey? Niemand weiß. Egal, wir suchen mal unser Item. Und schauen mal, was dann abgeht. Eben sind wir halt, for real mit Death's Touch einfach gestartet, ne? Das hat schon uns durch einige Floors gecarried und halt Red Stew. Ich glaube, ohne Red Stew wären wir vielleicht gar nicht erst so weit gekommen am Anfang. Es hat uns halt gerade für den Start richtig dick Momentum verliehen. Und wir konnten durch die Räume alle durch sengen. Wie Feuer halt. Durchschmelzen. Ich weiß auch nicht. Durchbursten? Durchbrennen? Ihr wisst schon, was ich meine. Ah! Ja, war auf jeden Fall gut. Hat mir sehr gut gefallen. Es ist halt eine Forget-Me-Now, ne? I mean? Vielleicht nehmen wir die gleich auf dem nächsten Floor. Kriegen wir dann auch zwei Devil Deals? Eigentlich schon, oder? Aber das wäre geil. Übrigens immer noch Kiefer. Dann rede ich doll Kiefer. Ich weiß auch gar nicht warum, aber... egal. So, Super Secret Room. Unten oder rechts? Alu Reite. Ja, wir dürfen nicht vergessen, ne? Wir müssen durch die Odd Paths. Und was geht denn jetzt hier ab, eine Kacke? Wie viele Larrys sollen es denn bitte sein? Wie Angst? Wieso? Hä? Du Schwein. Ich stand auf dem Stein. Ich weiß es ganz genau. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ich auf dem Stein stand. Verdammte Grütze. Na gut. Ich glaube, dann war es das mit zwei Devil Deals. Sollen wir dann den Floor lieber machen, um uns noch ein Item einfach extra zu holen? Das heißt, ein Item extra. Das ist dann im Endeffekt nur... Naja, statt Forget Me Now. Aber das Boss-Item. Nee, komm, wir versuchen es. Ich habe sowieso das Gefühl, dass es gleich vorbei sein wird. Gegen Larry. Das ist auch eine Frechheit, wirklich. Kämpfe habe ich hier in der Hand. Na gut. Ich traue den Steinen auch nicht mehr. Ja, Odd Pass, ne? Es ist doch so schön. Wie gesagt, nicht ein einziges Mal geschafft, durch die Odd Pass durchzukommen. Ich hatte mal das zweite Knife Piece. Und dann war er vorbei. Oh. Ich hatte sogar schon mal einen Run, wo ich einfach das Knife Piece vergessen habe, das erste. Dann waren da Runs dabei, wo ich keine Schlüssel oder Bomben bekommen habe, um überhaupt mich reinzusprengen oder die Tür aufzuschließen zu den Orb Paths. Hat es alles gegeben. Mal gucken, was heute passiert. Vielleicht sterben wir auch einfach jetzt gleich, weil was ist das hier für eine Scheiße? Ja! 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 Ha, ha. Das findest du wohl auch noch witzig. Du kleines Arschloch.
Das fasse ich jetzt nicht, oder? Ich fasse das jetzt nicht. Das kann doch nicht sein. Was ist denn das für ein Scam? Von allen Items auf der Welt ist es halt einfach Soymilk, ne? Oh mein Gott. Und das ohne Rock Bottom. Wirklich toll. PhD hätte ich schon gerne. Ich spring mal der Gerät hier. Scheiß drauf. So, Telepills. Ich gehe in unseren Curse Room rein. Okay, danke. Genau davor wieder. Sheesh. Wenn da jetzt Rock Bottom gewesen wäre, ne? Ich hätte einfach diesen PC genommen und ihn aus diesem Fenster da geschmissen. Das sind doch... Das... Ich hab's doch erkannt. Die sehen anders aus. Das sind diese scheiß Haunted Chests, ne? Die wir unlocked haben letztens. Die hat nämlich meinen Greedia-Mode zerstört. Gerade wo ich Godhead gefunden habe. So eine Frechheit. Oh. Oh, Rainmaker. Ich finde den Rainmaker ja doch relativ schwer. Also er hat ein paar Moves, die da zum Beispiel. Gemein, richtig gemein auch, wirklich. Ja, mit Zäume, es kann sich nur um Stunden handeln hier noch. Ja! Hör doch bitte auf damit, was ist das? Schmutz, 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 nochmal. Alles Kacke hier bei euch. Uff. 2020, ey. 2020 ist auch gut. Okay, machen wir das Ganze nochmal. Das mit Zäumig war ein Scam. Das zählt auch nicht. Da unten bitte. Oh. Naja. Ah, ja, ja. Nehme ich auf? Ja. Man krampft auch manchmal so ein bisschen zusammen bei dem Spiel. Das ist normal. La 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 la. Oh. Er hat eine Sonnenbrille und ich nicht. Das ist eine Frechheit. Obwohl, ja, ich habe fast eine Sonnenbrille. Also meine Augen sind so schwarz. Er hat gar keine Sonnenbrille. Das sind einfach nur seine Augen, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Müsst ihr ihn fragen. Oh, was für ein wunderschöner Raum. Oh. Ich liebe Harry. Ich liebe. Dann machen wir mal den Boss, ne? Ah. Der blöde Ohrwurm. Der geht ja auch immer noch so, ne? Der geht. Muss halt nur aufpassen, dass man nicht in Brimstone Horizontale ist. Und der Rest passiert von allein. Wenn man fliegen kann. Wenn man fliegen kann, ist der Boss eigentlich relativ easy going. Gut. Na dann. Alty Party. Warum muss Red Bull auch so viel Kohlensäure immer haben, ne? What? Ah, Son of the Lost. Turns the player into the lost for the room. Item for free. It allows entering the mausoleum or Gehenna door for free. Oh. Oh. Ja, okay. Bringt uns jetzt halt gar nichts, ne? Aber okay. Es sei denn, wir kriegen unser Holy Mantle damit recharged. Das wäre natürlich big, 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 ne? Und Magician grants an aura that repels enemies and projectiles for 60 seconds. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Defensive Item. Wie The Mind aus dem Angel Deal. Die kann ich gar nicht ab, ne? Die Maiskörner, die fliegen immer so schnell in genau deine Richtung. Es ist auch ein bisschen. Also macht mir auch Angst ein bisschen. Oh. Gut. Ja, hätte ich Bock drauf? Hätte ich Bock. Oh! Bitte tu das nicht. Intensifying Tears. Ja, ist jetzt nicht das Allergeilste auf der ganzen Welt, aber es ist schon nicht schlecht. Fire Rates. Ich glaube, ich nehm's. Okay, das andere wäre Mars Perfume. Ja, ja, ich habe eine Mod drin, dass man jetzt... es heißt Regret Pedestals. So, dass man sieht, welches Item man nicht genommen hat. Ja. Finde ich ganz cool. So kann man sich manchmal einfach doppelt ärgern. Ist das nicht schön? Ey? Ich finde das sehr schön.
Ja, wenn wir jetzt in eine Richtung schießen, dann bekommen wir immer mehr Tiersubs. Sieht man da an der Seite vielleicht. Und das kann dann doch schon manchmal sehr helfen. Gut. Ich würde den Tinted Rock gerne sprengen, aber ich will auch meine Bomben aufbewahren. In den Shop können wir auf jeden Fall mal reinlonzen. Vielleicht wäre das besser gewesen, keine Ahnung, aber egal. Egal. Machen wir mal den Baus. Wormwood. Ein Arschloch-Boss. Der keine Freunde im Leben hat. Oh. La 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 la. Vielleicht kriege ich die Magician-Karte ja aufgehoben, bis wir bei Mother sind. Denn Mother ist halt auch Bullet Hell, ne? Buddelt er sich gar nicht in die Erde ein und macht hier Schwanzattacke? Doch. Mhm. Ja. Goddammit, gib mir eine Holy Card. Ach, doch nicht. Death, High Priestess, okay, Two of Hearts, Tower und Sun. Ne, dann behalte ich mal meine Magician Card. Ich geh mal gucken. Guppy's Eye. Oh, das Book of Dead, ne? Oder wie heißt das? Let Me Get On? Ne, Book of Dead, ja. Es ist halt Defense, ne? Guppy's Eye. Andererseits. Naja, ist halt ein Drittel Guppy. Und wir könnten dann nochmal zurück zu diesen vier Golden Chests gucken. Gehen und gucken, ob sich das lohnt. Und dann vielleicht sogar mit einer Karte. Oh. Ich glaube, mit jedem anderen Charakter hätte ich jetzt Guppy's Eye genommen. Aber ich meine wirklich, wir sind besser dran, wenn wir echt das Book of Dead nehmen, ne? Ja, das könnte uns wirklich den Arsch retten. For real, on God, on God. So, Dross 2. Wegen ein paar Bomben auf keinen Fall. Geld ist gut. Geld ist gut, Schlüssel ist gut, alles gut. Eine Bombe brauchen wir auf jeden Fall noch, sonst kommen wir hier nicht weiter. Oh, ich habe den Hart nicht, weil gar nicht geschnallt gerade, dass da noch einer ist. Es ist ja so gefährlich. Und ihr kommt jetzt alle in mich, ey. Roid Rage. Wiz ist halt eine Frechheit auch, aber... Roid Rage, ey. Speed and Range. Bomb back. Oh. 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 Nee, wir haben schon einen Devil eingeloggt. Egal, ich nehm's trotzdem mit. Vielleicht finden wir auch irgendwo eine Angel-Statue so random. Würdest du bitte mal mitmachen? Du faules Stück. Hallo. Das ist das Letzte, echt. Das allerletzte. Chaos. Mutter. Eine Golden Pill. Sweet. Okay, wir haben Chaos. Davon wollen wir jetzt auch Gebrauch machen, ne? Jetzt sind wir nicht mehr so hart auf die Deals angewiesen, aber wir werden ja noch ein paar Räume bekommen mit Doppel-Pedestals. Und wenn die jetzt alle die Chaos sind, dann kriegen wir sicherlich auch den Godhead, ne? Ist ganz klar. Und was sonst? Aber erstmal müssen wir diesen Boss hier überleben. Oh, nee. Oh, nee, ich mag den nicht. Ha! Wirklich, ey. Also, wirklich. Bitte hören Sie auf damit. La. Oh ja, ja. Ah. Ja. Hoch, okay. Kannst du aufhören? Bitte. Was ist das? Das ist der stressigste Krampus aller Zeiten einfach. Hör auf! Oh, und dann gibt er mir auch noch den Bullshit. Das ist eine Frechheit. Ah!
Einmal anpassen für Bookworm. Ich nehme Perfection mit, oder? Ich nehme Perfection mit. Na dann, ohne Holy Mantle. Und wir sind bei 19 Minuten, das heißt, okay. Wir haben noch 11 Minuten Zeit zum Sterben, ohne dass die Folge vorbei ist. Also alles cool. Hört doch auf. Hört bitte auf. Ist das eine Scheiße hier? Es ist genau so passiert, wie ich es vorhin gesagt hatte. Ich habe das verdammte Nightpiece vergessen in meiner Aufregung. Ich habe das verdammte Nightpiece einfach vergessen. Aki. So. Ja, ich bin ein ganz kleines bisschen auch traurig, aber... Oh. Oh, danke. Oh, eine Drowsy. Das wäre für den Motherfight halt richtig geil, ne? Aber meistens ist es so, wenn wir eine Drowsy-Pille finden, dann halt nie wieder. Deck of Cards, oh mein Gott. Achso, wir haben gar nicht genug Geld. Aber vielleicht jetzt? 3 Euro bitte noch, denn Deck of Cards ist schon, oh, ist schon ganz gut. So können wir halt nämlich ganz viele Holy Cards machen, ne? Ist klar. Panic Button. Ich meine, es gibt bestimmt Items, mit denen das Sinn macht. Also mit denen das halt gut ist. Zum Beispiel, keine Ahnung, ey. Ja, doch, klar, das Book of Shadows. Also dann kriegen wir halt immer ein Schild, kurz bevor wir getroffen werden. Das heißt, ich brauche diesen Schild nie aktivieren, nie selber aktivieren. Weil wenn wir ihn dann brauchen, dann wird er automatisch getriggert. Ich glaube, das ist tatsächlich ganz gut, ne? Ein ekelhafter Raum. Aber hier springen die, glaube ich, nicht hin, ne? Nee. Ja, auch tanky, die Typen. Da, da. Bitte, bitte, bitte. Dead Onion. Es hat ein saftiges Range Down. Aber Piercing und Spectral. Also, gut, Spectral haben wir schon, aber Piercing, ne? Ja, und gerade Bosse mit Segmenten oder Gegner mit Segmenten, dadurch, dass wir so einen geringen Shotspeed haben, die hasseln wir dann schon hart weg, ne? Demonstriere ich euch, indem wir jetzt mal kurz Larry wegboxen. Aber wir holen uns erst den Super Secret Room. Okay. Keine meiner Predictions ist wahr geworden, das heißt, es wird ein top guter Run. Hör auf zu jumpen. Wenn man selbst Monstro schon so mega ernst nimmt, ne? Boah, auf jeden Fall noch 2 Euro für diese verdammte Starter-Deck da hinten. Hier, Deck of Cards. Hier liegt doch ganz oft auch noch Geld drin. Aber dieses Mal nicht. Gut. Finden wir noch irgendwo Geld? Irgendwo Kacke oder Feuer oder whatever? Ja? 2 Euro? Würde ungern schon wieder die Maschine sprengen. Weil wir die immer noch gar nicht voll gemacht haben bis jetzt. Habe ich hier schon getried? Nee, ne? Mhm. Geld? Natürlich, ne. Aber der Magic Mush, right here. Meine ich doch hier. Nun gut. Dann springen wir halt die Maschine, ne? Was soll's? Nope. Brrr. Guck mal, Chariot, ne? Können wir in den Curse Room sogar mit rein, aber bringt uns nichts.
Also wir haben keinen Curse Room. Nee. Baba. Der Super Secret Room könnte er denn sein? Also direkt unter dem Boss halt noch, ne? Aber gut, die eine Bombe, die will ich jetzt nicht wasten, weil wir müssen immer noch eine finden. Jetzt geht's erstmal in die All Pass wieder rein. Und dann wird der Run resettet. Ganz easy peasy. Curse of Darkness. Gut. Death. Okay, nehme ich mal hier mit rein. Puff. Leben sogar alle noch. When damage down to half a heart or less, Isaac is teleported to a random room. Hehehe. Wir lieben es. Dum dum dum. Dum dum dum. Dum dum dum. Bam bam bam. Bam bam bam. Okay. Bitte, bitte, bitte. Quadshot. Und das andere hier ist Spider Bite oder so. Okay. Ist in Ordnung. Ist eine Foundation. Es ist eine verdammte Foundation. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine zweite Bombe. Sonst kommen wir gleich nicht weiter. Aber im Notfall halt erst einen danach dann, ne? Gehen wir halt nochmal in den normalen Path und dann erst Ort-Path. Ist auch alles möglich. Da haben wir eine Bombe. Wow, dem wachsen Kerzen aus den Augen. Okay, hier ist ja noch nicht, oh, schon wieder Wormwood. Aber der hat Segmente, ne? Ah, der kommt von oben! Wow! Das war asozial. Da, 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 da. Hä? Oh, komm. Ich hab den nicht gesehen, weil es so dunkel war. Kakus und Wurstus. Aber egal, wir haben ja Deck of Cards, ne? Also, machen wir das oder gehen wir auf Angels? Wir gucken mal rein, was soll's, ey. Okay. Gut, gut, gut. Dafür würde ich jetzt Devil jetzt nicht einloggen. Shop waren wir, Item Room waren wir, dann gehen wir weiter. Ho! So. Shot Speed. Nee. Titanium Chance ist halt ganz geil, aber dafür jetzt zwei Outpath-Bosse. Nee. Fühl ich nicht. Fühl ich nicht. Ja, Allpartner, die machen mir allgemein immer noch so viel Angst. Sind schon nicht allzu easy. Bumm, bumm. Drei Shots für den, ey. Uff. Jo. Oh ja! Oh mein Gott, was ist das denn für ein Luck hier? Holy balls! Alter! Uff! Big Uff! Crack Key! Yo! Holen wir uns direkt nochmal den Ultra Secret Room. Wusste nicht, dass der auch von Deck of Cards kommen kann. Oder kam der gerade aus der Kiste? Nee, der kam schon daraus, ne? Nice. Souverän. Gut, Item bitte noch. Wir brauchen mehr Speed. Wir brauchen definitiv mehr Speed. Gut. Gucken wir mal. Na, immerhin Geld, ne? Teardrop Charm. Was ist das denn? Ist das Phineas von Phineas und Ferb, ey? Oder Ferb? Ich habe die Serie nicht so richtig geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, dann können wir zwei Trinkets halten. Ich glaube, das ist worth, ey. Ich glaube, das ist worth. Na, das aber nicht. Nehmen wir das erstmal, ne? Monstrous Lung, aber das ist dann Charge aus der absoluten Hölle, glaube ich.
Heißt es, Tears Up und Knockback. Okay, Tears Up ist gut. Tears Up ist gut. Ich wollte gerade sagen, wo ist der verdammte Spiegel? Diesmal vergesse ich ihn nicht. Oder warte mal, vielleicht machen wir erst den Boss und holen uns dann gleich einfach zwei Items. Das können wir auch so machen, ne? Ist eigentlich egal. Wir sind ja eh wieder hierher. Ja. Wow. Wir könnten uns jetzt einfach verpissen, ne? Und alles wäre gut. Alles wäre easy. Einfach weg. Aber nein, irgendwie... Ja, ist die Frage. Werden wir es gleich bereuen oder werden wir uns freuen? Yo! Biggie Big Bigassen, ey. Uff, uff, uff. Okay, das ist ja so geil. Wir wissen auch noch nicht, welcher Boss das war, ne? Wormwood kann es ja jetzt nicht mehr sein. Ich hoffe, diese kackigen Stinkewürmer da, diese Gummiwürmer. Das wäre geil, weil die sind relativ easy. Wenn da wieder der Hundekotbeutel kommt, der wird mir den Arsch aufreißen. Das ist, wie es ist. Aber fürs extra Item, ich glaube, das ist schon wert, probieren. Weil wenn wir diesen Boss jetzt so nicht schaffen, ja, dann sind wir es auch nicht wert, den Run weiterzumachen. Ich habe Nacken. Übrigens. Ganz schön weh auch. Es ist El Blobo. Na gut, der kann mal so und so sein. Ich finde, seine Jumps sind halt sauschwer zu dodgen. Persönlich. Also die Schüsse, die dann damit rauskommen. Aber ich drücke ihn an die Wand, ey, so wie es verdient hat. Und weg ist er. Oh, Pentagramm. Yo. Okay, dafür hat es sich doch gelohnt, oder? Eine erhöhte Angel und Devil Rune Chance und halt ein Damage Up, was für Lost 2,2 sind. Ja. Okay, Verf. Absolut Verf. Die Holy Card haben wir jetzt zwar nicht gebraucht, aber schön, wenn wir die noch tragen könnten einfach. Hier ist nix. Ich meine, gut, dann gehen wir wenigstens da rein. Okay. Holy Card. Ne? Machen wir halt so. Ich glaube, in der Mirror kann da eh nichts drin sein. Aber wie gesagt, es wäre, ja, sonst wäre sie halt weg, ne? Es sei denn, wir verlieren es jetzt, dann hätten wir sie holen können. Fällt mir gerade auf. Naja. Egal, Mann. Dann ist es so. Mir juckt die Nase. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass das ein richtig glorreicher Run wird. Und da ist er wieder. Und jetzt gibst du mir bitte einen richtig saftigen Angel-Deal. Schön Angelo Merte mit Godhead, ey. Mhm. Oder du gibst mir halt einfach auch gar nichts. Ich glaube, ich möchte die Kombi. Ja. Chariot. Nee. Ich dachte schon, wir treffen die Bombe da oben noch und das wäre so traurig gewesen. Okay, wir haben das Knife Piece, wir haben es nicht vergessen. Aber wenn wir jetzt sterben, wir sind bei 33 Minuten Aufnahme gerade, dann ist vorbei mit der Folge, ne? Und das müsste jetzt, ist Folge 5? Ich glaube, Folge 5, ja. Also Lost Woche ist 5. Und Ashpit, das war ja so klar, dass wir wieder mit Ashpit bestraft werden. Ey, wofür? Was habe ich getan? Die schießen diagonal alle. Weil die gekreuzte Augen haben. Ich musste übelst husten, es tut mir leid. Mhm. Gut. Oh. Ja gut, dann machen wir so. Noch bringt Panic Button ja nichts, aber wenn wir jetzt, gut, auf dem Floor wird es nicht passieren, aber auf dem nächsten Floor können wir dann unsere Items rerollen, wenn wir uns die nicht gefallen. Das ist auch schon sehr viel wert. Und hier ist doch sowas von der Secret Room, ey. Wir wissen es doch alle. Die werden immer verrückter hier, die Dinge. Okay. Oh mein Gott, das Feuer war noch da. Das war Luck, dass ich da gerade nicht gegengelatscht bin, ne? Wirklich. Uff. Ich töte den für erhöhte Wahrscheinlichkeit. Und bitte gib mir Angel. Mit Godhead. Oder Sacred Heart. Nehme ich auch. Achtung. Gut, 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 gut.
Okay, auch die haben wir ziemlich schnell geklärt. Haben wir schon gefunden, brauchen wir nicht. Was geht hier? Nee. Nee. Uff. Gabi? Gabi? Da. Empress? Wah. Oh nee. Diese Geister. Wir haben den Item Room noch nicht entdeckt. Ich würde nochmal gucken gehen tatsächlich und den Super Secret Room holen. Oh, das ist eine Drowsy Pille. Die können wir gleich richtig schön beim Boss benutzen. Mhm. Gut. Ist ja auch Ash Pit 1, ne? Das heißt hier noch kein Knife Piece 2. Alles gut. Ey. Oben waren wir auch schon, ne? Magic Mush, komm. Komm. Wir sind, glaube ich, jetzt oben und rechts, also gehe ich mal links. Hier links auch nicht, dann unten wenigstens. Oh. Okay. Na gut, wenn wir schon die Full Card haben, dann gucken wir doch mal rein. Dann riskieren wir mal einen Blick. Das ist gut. Piercing Shots, also underrated. Sind die überhaupt underrated? Ich weiß es nicht, aber... Auf jeden Fall mega gut. Was wir brauchen ist Range. Und wenn wir dann noch conjoint werden... Ui. Das ist gemein. Und bitte. Little Horns. Die vor. Goddammit. Hätte ich mal den Horn genommen. Aber naja, man weiß es ja vorher nie, ne? Okay, dann gehen wir mal den Boss machen. Und ich würde, glaube ich, sogar die Drowsy-Pille dafür nehmen. Dann ist der Bossfight halt gerade gleich geslowt. Und, ja, ist gut, wenn er geslowt ist, ne? War das oben? Ne, unten. Da. Na dann. Oh, wirklich ein Boss, den ich über alles hasse in der Welt. Ich finde den richtig schlimm. Gut, dass der geslowt ist. Weil der trifft mich immer. Hä? Selbst der... Ich habe keine Ahnung, was mich getroffen hat. Ne? Ich bin richtig upset auch. Und traurig. Ist das eine Scheiße. Er wird uns umbringen. Stirb doch bitte. Wir haben noch eine Holy Card da unten liegen gehabt, ne? Okay, Tier ist ab. Oh. Die Rifts. Die Rifts. Die Rifts sind schon nicht schlecht, ne? Und vor allem bei 15 Luck, 20% Chance. Tun wir es. Scheiße. Das war gerade sehr, sehr ärgerlich. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, durch unser Karten-Item da werden wir schon noch ein paar Holy Cards finden. Ich nehme es mal lieber. Achso, dann kann ich auch die Empress mitnehmen, ne? Ganz klar. So, jetzt nicht das Knife Piece vergessen. Meins. Okay, das geht noch klar. Auf keinen Fall. Gut. Das ist ein Devil. Gut. Dann können wir doch jetzt mal vergleichen, ne? Welches. Also Empress 0,3 Speed und 1,5 Damage und Devil. Plus 2 Damage. Okay. Die eine macht halt Speed noch on top und die andere dafür mehr Damage. Okay. Oh, nice to know. Bitte hören Sie auf, so riesig zu sein.
Alter, die Rifts, ne? Fluch und Segen, Fluch und Segen. Aber ich glaube, für Mother, daran habe ich nämlich hauptsächlich gedacht, die Rifts werden nämlich irgendwie in ihr wahrscheinlich meistens spawnen. Und das ist gut für uns. Glaube ich. Was natürlich auch sein kann, ist, dass sie einfach während sie halt zum Beispiel so von oben nach unten rast und ein Rift daneben ist, dass die dann vielleicht so ein bisschen aus der Bahn gerät. Das kann sein, ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Okay, erstmal Tractor Beam wäre halt richtig geil, weil dann alle vier Shots quasi, aber haben wir weniger Range. Wir nehmen auf jeden Fall Tag 10, ey. Oh mein Gott, wir können zwei Items nehmen. Nehmen wir dann den Tractor Beam, ey? Oder nehmen wir einfach... Weil der Tractor Beam... Oh, ist halt ein Fire Rate, ne? Aber auch Shot Speed, das... Nee, komm. Sag das Remote. Naja, gut, was auch immer. Nee. Oh, ja. Mhm. Schießen wir die auch beim Chargen? Nee, okay. Oh mein Gott. Wir haben Holy Mantle noch, ne? Herrlich. Herrlich. Oh, 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 oh. Nein. Okay, hiervon brauchen wir jetzt erstmal nichts. Oh oh. Gut. Ey, irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass das da nicht ist. Die sind beide über Kreuz. Und Holy Card. Oh mein Gott, ja! Yo! Mutti! Muttersalat, ey. Oh. I am Arrow. Ach ja, wir könnten ja jetzt sowas machen wir auch kaputt. Okay, Yara. Können wir halt irgendwie, keine Ahnung, mal Idioten. Holy Card, Yaran, aber nee. Okay, ich bin absolut verwirrt gerade, was passiert hier. Ja! Stapler. Wir brauchen das Knife. Ich wäre fast reingegangen, ey. Och. Och. Jetzt geht's ab, ey. Ist locker hier drin, ne? Hier oben jetzt. Die schießen gerade. Und die auch. Knife Piece 2. Und wir haben Holy Metal, das ist gut. Und wir können halt fliegen, das heißt, ja, wenn da jetzt nicht zu viele scheißige Feuer sind, die wir ausschießen müssen, weil da können wir nicht rüberfliegen, oder Stachelsteine oder so, dann sind wir, glaube ich, good to go. Und dann geht's auf die richtig schweren Floors. So! Hi, Deck. Oh, 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 fast dagegen gelatscht. Wäh. Also, da oben steht zwar, dass wir Holy Mantle haben, aber es, also der Charakter sieht halt so aus, als hätten wir es nicht, ne? Deswegen bin ich mir gerade sehr, sehr unsicher. Bitte mach das nicht mit mir. Boah, das war close. Da, 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 da. Ja! Gut. Das haben wir souveränisiert. Gar kein Problem. Ich kotze, ich habe so Bauchschmerzen. Also, so weit war ich tatsächlich auf der PlayStation noch nicht. Vor allem mit einer extra Holy Card noch und sogar unserem Holy Mantle. Ich spiele sogar den Brehe hier, weil es mir gut geht. Ah, okay, whatever. Die machen doch sogar auch jetzt, Tag-10-Shots, oder? Hier, wir haben das Knife. Alles gut. Da wollte er gerade schießen. Habt ihr gesehen? Die Drecksau. Huh. Irgendwas mit Homing oder Spoonbänder oder so wäre noch richtig geil. Weil dann würden die Tag-10-Shots sich halt so richtig geil zu den Gegnern hinbiegen immer. Das ist so gut, ey. Wir gehen in einen Raum rein und alles explodiert aus Ehrfurcht, ey. Genau so muss es sein. Ah, normale Beams kommen dann. Na gut, okay. Ich habe vergessen zu chargen.
Jar Jar Binks, ey. Hangman, haha, danke, aber nein. Kling. Ich spür's so hart, ey. Wir werden wahrscheinlich auf grausamste Art und Weise irgendwie sterben noch, aber... die Rifts, ey. Da waren die Rifts wieder. Nein? Achso, hier ist doch aber bestimmt der Secret Room. Cool. Roid Rage, das wäre das Speed, was wir haben wollten, ne? Aber ist es das wert? Oder machen wir mit 50 Euro wenigstens nochmal einen Reroll hier? Shitty Billy, shitty Billy, shitty Billy, shitty Billy. Molecria, oh mein Gott. Oh! Was? Was? No way! Ich kotz gleich. Oh, ich kotz gleich so hart. Ah! Oh mein Gott, war das gerade gefährlich. Oh, mir ist schlecht, Mama. Mir ist schlecht. Nee, machen wir mal so, ey. Oh mein Gott, ey. Das ist gut, aber gleichzeitig auch weniger Kontrolle, zumindest. Terrorcloth, auf jetzt, ey. Ist denn Holy Card irgendwie double? Nee. Aber Terrorcloth ganz nice mit, naja. Mit Deck of Cards halt, ne? Ey, es ist sick. Das ist wirklich einfach nur noch geisteskrank. Was hier passiert? Können wir mal bitte den Secret Room finden? Ich hab eigentlich überall probiert bis jetzt, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das gefährlich. Oh mein Gott, ist das gefährlich. Oh, 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 oh. Scheiß auf die Kiste. Oh mein Gott. Close call. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist dieser scheiß Secret Room? Bestimmt hier, ne? Ha! Nein? Hier? Es gibt einfach keine Secret Rooms auf dem Floor hier. Bitte, bitte. Oh, oh, oh. Unfassbar. Hä? Ich hab überall probiert, oder? Scheinbar nicht, aber naja, egal. Wir machen weiter. Die Sirene, die dürfte, glaube ich... Oh mein Gott. Range und Tier Size. Nee, Range ist nicht so geil. Ich nehme das nicht. Aber ich mach das hier. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Ich weiß es nicht, ne? Haben wir schon gemacht, okay. Suche ich nochmal nach dem Secret Room. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir es überprobiert haben. Hier geht nicht. Hier haben wir probiert. Hier unten haben wir nicht probiert. Oder wahrscheinlich doch von der anderen Seite, ne? Da haben wir beide Seiten probiert. Dann soll es wohl einfach nicht sein. Ja, aber Range mit Molecria fühle ich nicht so. Also gehen wir weiter. Jetzt kommt ja schon Mom's Heart und Mom's Foot und so eine Kacke, ne? So eine Banausen. Range 9. Einfach von hier hinten mache ich alles weg. Chariot. Können wir überlegen, ob wir vielleicht in den Curse Room damit gehen? Wow. Anscheinend auf das Geld, zu viele Stachelsteine. Ja, ich glaube, ich gehe in den Curse Room mit der Chariot. Na gut. Chariot hält halt auch sehr lange. Dadurch, dass wir Terrorcloth haben. Das heißt, man könnte auch drüber nachdenken, das mal mit zum Boss reinzunehmen oder so. Two of Spades, ja, why not? Ey, es ist so gut. Es ist so unglaublich gut. Aber wie oft ich auch gerollt habe, ne? Bis die Maschine halt gesprungen ist. Und das war das Item, was halt verdeckt war. Also, hiya! Bitte tu mir das nicht an. Und dann auch noch 15 Damage. Das ist einfach schon wirklich sehr, sehr sexy. Muss man sagen.
Lovers, nee. Schönes Guppy-Item jetzt noch, ey. Aber wenn wir damit Guppy werden, oh. Oh. Hör doch auf mit deinen Trollbomben. Ling. Okay, schreib jetzt in die Kommentare, gewinnen wir den Run oder nicht? Jetzt. Timestamp. Ich kann den Timestamp nicht abschätzen, weil. Aufnahme haben wir jetzt 51 Minuten 20. Ay, war das close. Da haben uns auch wieder die Rifts gerettet, ne? Ich glaube, da ist er nicht. Oh. Ach, Judas. Oh, ja. Okay, na, nicht das Guppy-Item, was ich haben wollte, aber danke, ey. Range up, ne, danke. Und die kennen wir nicht, also lasse ich die Finger von. Wir haben 100%igen Devil Deal. Das ist gut. Ob er hier sein kann? Ist Super Secret Room? Keine Ahnung. Wir werden es nie erfahren. Ah. Beide unbekannt. Hier kann er aber sein und da auch. Aha. Gib mir noch was Saftiges hier. Oh, 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 oh. Death. Ich nehme mal Death. Ja. Ich glaube tatsächlich, die Kombi war nicht geil. Eye of the Occult und Hemolacria etc. Ich glaube, das war nicht geil. Achso, das wird überschrieben von Tech-X? Dann ist es halt ein Damage, aber plus 2 Range, das bockt nicht. Nee, komm, scheiße. Dann nehmen wir halt Sister Maggie, was soll's. Was soll's. Devil. Strength. Ja, komm, scheiß drauf. Vielleicht werden wir noch conjoined. Aber Eye of the Occult ist, glaube ich, tatsächlich nicht der richtige Call. Zu viel Range. Und vielleicht klappt dann ja Tech 10 nicht mehr, wenn wir die Dinger so weit aus dem Bild schießen. Na doch, scheint trotzdem zu klappen. Aber egal. Ich glaube, es ist sicherer so. Auch die blauen Feuer und alles. Ne? Es ist alles spielt zusammen. Es ist so ein wunderschöner Bild. Nein! Holy. Ich hasse diese Kisten. Es ist Mama. Oh, du miese Sau, du alte Kackkrampe. Ich fass es ja jetzt nicht. Oh, jetzt kommt das Herz noch. Hier haben wir Sister Maggie gerade genommen. Strength wenigstens mit, ne? Oh Gott, jetzt Mom's hart. Mom's Heart auf Crack. Komm. Mach alles kaputt. Okay, wir leben. Aber wir brauchen eine scheiß Holy Card. Ich fühle mich sehr, sehr unsicher. Ich fühle mich sehr, sehr unsicher. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil jetzt wird's beschissen. Jetzt geht der Scheiß nämlich richtig los hier. Es wäre so traurig. Es ist so ein fantastischer Bild. Ich mach's einfach, scheiß drauf. Gib mir eine Holy Card. Naja. Ich weiß nicht, was hier abgeht, aber wir schießen einfach mal. Ist schon vorbei, ne? Ja. Irgendwas Schönes hier? Bitte eine Holy Card? Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was es ist, wirklich nicht, aber da ist ein Totenkopf drauf. Vielleicht ist es ja so ein Ding, du hast dann zwar einen Doppelcharge oder so, aber kriegst Damage? Nee, lass mal lieber, ey. Magician, Two of Diamonds, mein Gott, ey, und? Wheel of Fortune. Ach. Gibt ihr mir Karten, ey? Einer von euch? Ein Reverse Judgment? Nee. Normales Judgment. Oh. Oh, die müssen unbedingt weg. Ich werde dagegen laufen. Okay, schade.
Ich weiß nicht, ich könnte googeln, ne? Aber ganz ehrlich, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Was ist das da für eine goldene Totenkopf-Batterie? Ich weiß es nicht. Aber ich will jetzt, wenn ich jetzt anfange zu googeln, dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Ich bin gerade in der Focus-Zone. Scheiße. Ich brauche eine Holy Card. Aha! So Angst. Könnte eine drin sein, aber das ist mir zu risky. Okay. Ich mach mal erstmal den Secret Room. Read. Oh. Kann ich beides nehmen? Half Damage Range. Oh, hätte ich mal die Batterien mir aufbewahrt, ne? Ich kann beides nehmen. Wheel of Fortune. Shit. Vielleicht google ich doch nochmal, was diese Batterie da macht. Weil jetzt nochmal zwei Items, oder zumindest ein Item noch hier drin. Es ist ja dann ein Secret Room Item. Stellt euch mal vor, wir kriegen jetzt noch den A-Key oder sowas. Dann können wir halt einen richtig starken Run machen. Das brauche ich nicht. Nochmal Crystal Ball, natürlich. Gib mir eine Karte. Empress. Mit 1,5 Range, aber wir haben dann halt auch... Na, Speeddown. Nee, 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 das will ich nicht. Ich will das wirklich nicht. Was ich will, ist... Ich will eine Honigkarte. Das ist das, was ich will. Ich sag's, wie es ist. Das ist das, was ich gerade will. Das ist meine oberste Prio jetzt. Wir brauchen Holy Mantle. Gut. Ja, mach weiter so. Mach weiter so, Bro. Bitte? Du widerliches Schwein! Ah. Ein Tinterrocker. Hierophant, ja super, danke. Danke. Ha. Das ist fast in einer Katastrophe geendet. Oben wird auch noch einer sein. Nicht ablenken lassen. Mein Herz, ich halte das auch alles gerade nicht mehr aus, ey. Ha! Guck jetzt, was diese scheiß Batterien machen, wirklich. Deals a full heart of damage when picked up. Okay, das hätte uns halt wirklich gekillt, ne? Naja. Gut, dass wir es nicht genommen haben. Aber gut, wenn da ein fetter Totenkopf drauf ist, dann, naja. Bitte. Bitte gib mir eine verdammte Battery. Also nicht Battery, sondern, naja, du weißt schon. Du weißt doch ganz genau, was ich will. Gefährt, was ist das für ein... Nein. Ja, ja, bummt! Oh! Hui! Ja, ja, ja. Ist doch gar kein Problem. Ist doch überhaupt kein Problem. Und ich weiß, ihr euch alle stresst hier, wirklich. Wir sind ja schon im Korps, ne? Das heißt, es könnte dieser Hodensack kommen. Den mag ich nicht so gerne. Aber Item Rooms wird es jetzt hier nicht mehr geben. Es ist die Chimäre. Schnell wegmachen. Okay. Oh. Was ein wunderschöner Bild, ey, ernsthaft. Es müsste jetzt Mother kommen, ne? Also ganz ehrlich, Leute, wir halten uns jetzt einmal an den Händen und wir halten einmal nur kurz fest, dass wir es zusammen bis hierhin geschafft haben. Und egal, was jetzt passiert auf den letzten paar Metern hier, wir haben es geschafft.
mit einem überaus starken Bild. Relativ wenig Items. Es sind nur 5 mal 4, es sind nur 20 Items. Aber, ey. Wir alle zusammen, ne? Wir haben diesen Berg erklommen, ey. Wir sind oben angekommen. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch runtersliden und auf dem Weg nach unten mit 180 Sachen halt Mama und Mother mitnehmen. Aber ob wir das tun oder nicht, ist erstmal egal. Wir sind hier oben, wir genießen die Aussicht und wir freuen uns, dass wir so weit gekommen sind, oder? So. Schmutz. Was ist... Oh mein Gott, ich hab das fast nicht gesehen. Ich bin dagegen gelascht. Ich glaube, ich nehme den Patch mit. Das Patch. Weil es kommen jetzt eh keine Item Rooms mehr, ne? Nee, andersrum. So. Nee, hä? So. Und vielleicht kriegen wir noch irgendwas, was uns doch noch irgendwas bringt. Nee? Oh Gott, Mother, das wird wirklich das allerletzte, ne? Dieser Fight, er wird mich kaputt machen. Das war eine Dreistigkeit. Na klar, du musst natürlich auch noch deinen Auftritt haben. Ist in Ordnung, nehme ich dir auch nicht übel. Gehört dazu. Gehört einfach dazu. Es war kein guter Run, wenn du nicht mindestens einmal Greed gekillt hast. Oh Gott! Oh. Noch eine Holy Card. Oh Mutter Gottes. Oh, ja! Lalalala. Okay. Ne, ich schieß mal so rum, denn, ne, so, ja, ist klar. Oh mein Gott, das ist einfach nur eine Honig. Ich kann halt alle nicht mehr. Wie viel Lack kann man denn haben? Ha? Nein! Nein! Aber gut, wir werden jetzt wahrscheinlich, also, ne, bitte. Es wäre halt alles vorbei jetzt. Halbwegs. Noch leben wir. Wir haben noch einen Holy Mantle. Das ist eine größte... Also wirklich, das sind Gegner hier. Die sind einfach nur eine Frechheit. Die größte Frechheit. Okay, wie be living, ey? Das mit Forgotten bringt nichts, ne? Das wird mich nur verwirren. Aber vielleicht kriegen wir noch irgendwas zum Rerollen. Oh no. Nee, ich will hier sofort wieder raus. Sofort. Nee. Okay, dann machen wir das halt. Machen wir halt so. Chariot. Okay, Chariot auch gut. Auch okay. Hält halt auch sehr lange. Das heißt, wenn unser Holy Mantle weg ist, dann können wir im Notfall halt auch nochmal schön Charioten. Wo ist sie denn? Nee, das war sogar alles der falsche Weg. Ah. Mother. Where art thou? Ja, oder Empress mitnehmen. Dann bleibt 3 Damage nochmal. Dann zwiebeln wir halt Übels rein. Aber Chariot ist halt eine Verwundbarkeit. Für wenn die auf einmal irgendeine richtige Scheiße macht. Ich glaube, das machen wir so. Ich wirklich, ich kotze echt gleich. Wirklich, mir ist so schlecht. Speiübel. Die dashen wieder überall hin, ey. Justice. Wäre da jetzt eine Holy Card rausgekommen, ne? Uff. Lass mich hier raus, ey. Ah, es hat ein Speed-Up. Geht so. Achso, ja, Red Patch. Oh Gott, ich habe gerade Red Patch mit dem Effekt von Lass die Blatt verwechselt. Das heißt, es bringt uns eh nichts. Also nehmen wir den Hof mit, okay. Ja, der Motherfight könnte jetzt gleich wirklich so und so gehen. Und ich bin echt überlegen, ob ich die Karte in dem Motherfight droppe. Für den Fall, dass es halt nochmal irgendwas ist wieder, ne? Ich glaube, ich mach das so. Ich glaube, das ist tatsächlich der richtige Call. Was geht? Nee. So, Mutti, jetzt gibt's aufs Mäulchen. Oh, scheiße.
bitte, bitte, bitte. Ich habe so viele Runs auf der PlayStation gebraucht und ich habe es halt noch nicht geschafft. Also bei weitem nicht. Ich bin nicht mal zu Moms Foot und so gekommen. Bitte lass es einfach der Run sein, ey. Lass mal gucken, was für eine Karte. Temperance, na klar, natürlich. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Temperance ist. Also diese Reverse Temperance, ich weiß nicht, was sie macht, aber gib mir mal bitte das hier. Okay, Phase 1 haben wir übelst weggelasert. Nein! Chariot. Wir haben sie besiegt. Oh mein Gott! Ja! Wow! Bah. Oh mein Glob, Alter! Wir haben Mother gelegt. Oh, scheiße. Aber das ist aber auch ein Run. Guckt euch das doch mal an. Du ahnst es nicht, ey. Das zählt doch jetzt aber, oder? Wir haben den Patch. Ja, komm, dafür schlucken wir jetzt nochmal 10 Pillen, ey. Rein mit den Pillen. Ich finde, das war gut. Alter, die haben wir ja richtig weggemacht. Also mit Himulacria hatten wir so ein Glück. Das war halt nach 5-mal Rerollen dann auch noch das unbekannte Item. Auch Tech 10 hatten wir natürlich mega Glück. Aber das mit Himulacria, dadurch, dass wir halt Himulacria haben, kommen so viele Tech 10 Shots. Oh, unglaublich. Unglaublich. Ich halt's nicht aus, ey. Crystal Key, whatever that is. Uff, Leute, ich sag's euch. Guckt es euch doch bitte einfach mal an. Tainted Lost in den Lost Wochos. Tag 5 heute, glaube ich. Und uns fehlt jetzt ernsthaft nur noch der Greedier Mode, ne? Das heißt, die nächsten 2 Folgen. Juhu, Greed Mode. Ist das geil? Ja, es ist total geil. Oh, ich schwitz aus allen Löchern, wirklich. Das ist ja so eine Genugtuung, dieses Checkmark-Zeichen da zu sehen. Completion. Ihr wisst schon. Oh. Arriba, sag ich immer. Lost Wochos, yo! Also war's. Ich kann das alles nicht mehr. Leute, wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt mir irgendwas in die Kommentare oder whatever. Ey, kommt live auf Twitch vorbei. Macht, was ihr wollt. Ey, ich habe jetzt übrigens auch angefangen, so die Highlights aus den Folgen, meine Highlights, so ein bisschen in YouTube Shorts zu packen. Auf TikTok sind die und so weiter. Vielleicht kriegen wir ja noch den einen oder anderen hier unter unsere Videos. Und wenn ihr von diesen Shorts oder Isaacs TikToks kommt oder so, dann lasst es mich doch gerne wissen. Würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch das Allerbeste. Und wir sehen uns morgen wieder. Stay cozy und bye bye.